willkommen zurück zu unserem Kanal Aprilia RS 125 und 250 Rennmotorrad. Freunde, wir sind in Oschersleben. Wir sind jetzt mal wieder los und geplanterweise mit der IG Königsklasse sind wir dieses Wochenende in Oschersleben und wir kommen gerade an. 6 Stunden Anreise mal wieder. Heute war viel Verkehr, viele Staus, wie immer eigentlich, aber heute schon mehr. Und schaut her, da ist gleich Oschersleben. Wir sind sehr gespannt, wie das Wochenende sich entwickelt, ob beide Mopeds jetzt halten. Es ist natürlich das Stresslevel höher, ne? Weil beide dürfen nicht kaputt gehen, nicht nur eine. Aber wir werden sehen, wir sind guter Dinge. Wetter soll schön werden, schön heiß. Wir berichten gleich vor Ort. Aber da vorne ist schon die Motorsport-Arena Oschersleben. Wieder. Guck mal, wie schön. Ja. Oschersleben ist immer schön. Schön gewesen und bleibt auch schön. Bleibt auch schön. Und die Schilder, oder? Ja, die sehen neu aus. Da sind wir. Der Solar ist neu. Ja, das ist neu. Solar ist neu. Guten Morgen, Freunde aus Oschersleben. Früh am Morgen, 7.20 Uhr war Fahrerbesprechung. Puh, ganz schön gerädert, schlecht geschlafen, aber hilft ja nichts. Wir machen jetzt noch letzte Vorbereitung an der kleinen gelben Rakete. Die ist ja im Pannonia-Ring so fett gelaufen, dass wir es deutlich magerer bedüsen können. Wir gehen, denke ich, 10 Punkte auf der Hauptdüse nach unten. Sehen dann ja, wie sich das Ganze verhält. Heute soll es auch verdammt heiß werden. Das heißt, eigentlich sollten wir mit 155 am Ende Hauptdüse gut auskommen. Viele Jungs fahren beim 34er Vergaser noch weniger, ich meine so um die 150. Aber sehen wir ja gleich, wie sich das Ganze verhält. Das machen wir jetzt noch eben schnell und dann geht es schon um 9.30 Uhr in den ersten Turn. Hello, my friend. Moin. Lange nicht gesehen. Wie geht's? Gut. Gut, ja? Ja. Bis dahin. Schön, euch zu sehen. Ja, ebenfalls. Thank you.
So Freunde, der erste Tag ist rum und es hat alles gehalten. Wir sind sehr glücklich, dass keine Schäden und doch fast keine Schäden, weil wir zeigen gleich was an der 250er passiert ist. Aber nee, alles super. Also erster Turn zum Einrollen nach langer Zeit war ein bisschen blöd so, ja, und auch nicht so zufrieden gewesen. Aber dann ab dem zweiten Zeittraining ließ dann deutlich besser. Anja hat sich auch deutlich verbessert im ersten Turn oder vom ersten zum dritten. Ich glaube 10 Sekunden. Ne? Das heißt, ja. Das ist auch sehr schön, weil am Ende waren wir uns ja auch nicht sicher, wie funktioniert das alles mit der 125er, klappt das? Und ich meine, das ist ja schon schwierig zu fahren, wenig Leistung, ne? Und. Aber klappt ganz gut und ich glaube, macht auch Spaß. Ne? Ich bin voll verliebt, ja. Auf jeden Fall. Sehr schön, also weiter so. Und hier mit der gelben Rakete hat es gereicht für Pole. Sehr, sehr zufrieden, weil das zweite Zeittraining lief dann deutlich besser nochmal. Und mit einer, ich glaube, 43,4 stehen wir auf Platz 1 morgen für beide Rennen. Also ziemlich happy. Das einzige Manko heute ist, wir haben Wind, extrem ja. Wind. Und hier, wenn so eine Windböe kommt und man fährt irgendwie Triple rein, dann, hey, das ist wirklich krass, das versetzt einen stellenweise. Ich hatte Ende statt Ziel, bin ich in die erste links reingefahren und da ist man ja auch ziemlich zügig. Da kam so eine Windböe, dann hat die mich wirklich einen Meter nach innen versetzt und dann habe ich gerade noch so über die inneren Curbs fahren können, damit ich die rechts kriege. Das war echt irgendwie unangenehm, aber gut, ist halt für alle das. Aber immer noch besser als Regen, weil sonst ist immer noch das besser als Regen. Und es ist auch schön, weil es ist nicht so extrem heiß durch den Wind. Ne? Ja. Was wir jetzt noch gemacht haben, komm mal hier rüber. Wir haben natürlich geguckt, wie steht es um Kerzenbild und wie fett mager sind wir. Und bei der 125er, da müssen wir rausgehen, da sieht man es besser. Bei der 125er sind wir so fett, also man kann kaum ein Kerzenbild irgendwie deuten. Das heißt, die spült sich quasi, weil die so fett ist. Und jetzt sind wir nochmal mit der Nadel, also wirklich auf die magerste Position gegangen. Die 155er Düse, die lassen wir drin, weil morgen ist da eh nur noch 10 Minuten fahren und morgen früh wird es kühler sein. Und vielleicht reicht es auch mit der Nadel, dass wir dann dadurch ein bisschen magerer werden. Bei der 250er sieht eigentlich alles ziemlich gut aus. Kerzenbild. Da, schau her. Also auch fett, aber eigentlich deutlich besser. Und so lasse ich das auch, ne? Weil am Ende kommt es mir nicht irgendwie um die letzten PSchen da an. Und das ist auch kein richtiges Kerzenbild, weil wir fahren ja normal rein. Also kann man ein bisschen ablesen. Aber man sieht halt, dass die nicht so feucht ist und nicht so dunkel. Das passt. Mal alles so lassen. Ja, das Einzige, was ich reparieren muss, es ist mal wieder der Klassiker bei dir. Die Schaltstange gebrochen im letzten Turn. Ja, schade eigentlich, weil war ein guter Turn, man konnte gut frei fahren. Aber das passiert einmal im Jahr mit den Schaltstangen. Ich weiß nicht warum, ob das die Vibration ist oder keine Ahnung. Jetzt ist aber wirklich weniger geworden. Jetzt ist die Schaltstange gebrochen. Jetzt ist nicht die Gewindestange gebrochen, sondern wirklich die Aluminiumschaltstange. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich noch so eine lange habe, hoffe ich. Ja, werden wir sehen. Das reparieren wir jetzt noch schnell. Und dann ist eigentlich Feierabend und morgen noch beide Rennen. Auch was wir festgestellt haben, wenn wir beide fahren, dann gibt es natürlich weniger Content, ne? Weil sonst hat die Anja vorne immer mit dem Handy gefilmt und so. Aber morgen, und ich fahre ja nicht die Rennen, ich werde dich ja morgen weiterhin. Ja, aber heute, ne? So, ich habe zwar ein Onboard gemacht, aber sonst konnten wir kaum was filmen, weil wir beide natürlich jetzt unterwegs sind. Und das ist leider ein Manko für die Videos. Aber gut. Geht nicht anders. Also, wir schrauben jetzt noch ein bisschen und machen Feierabend. Bis später. Tada! Tada!
Ja, guten Morgen, Freunde. Heute ist Race Day. Wir starten um 12 Uhr ins erste Rennen. Gelbe Rakete ist vorbereitet. Schaut her. Wir haben neue Waffen aufgezogen. Ne? Nicht, dass wir hier mit stumpfen Werkzeugen gleich arbeiten müssen. Vorne wie hinten. Ja. Das wird was. Schaltung ist repariert. Hier. Alles wieder so, wie es sein soll. Wunderbar. Und somit sind wir guter Dinge, dass es gleich geht, losgeht. Wir starten von 1. Vielleicht können wir es verteidigen. Mal gucken, auch wenn es unser erster Ausritt ist dieses Jahr. Aber wenn man schon mal vorne das Glück hat zu stehen, dann will man natürlich auch so ins Ziel kommen. Wir werden schauen. Die anderen sind natürlich auch hungrig. Die schlafen nicht. Ne? Ich habe gestern schon viele Ansagen bekommen, gestern Abend, dass es ernst wird. Aber die müssen ja auch erstmal vorbeifahren. Also, wir machen jetzt Reifenwärmer drauf, backen die Reifen ein bisschen vor und dann geht es um 12 Uhr ins erste Rennen. Frische Mische ist auch angemischt, also kann eigentlich nichts schief gehen. Bis später, wir werden berichten.
Zweiter Daniel Kämmerling. Yeah! Und auf der 1 der Kamil Gruppner. So Freunde, beide Rennen sind jetzt rum und was für ein Einstand. Also der Knaller, einmal P2 im ersten Rennen, das zweite Rennen sogar mit P1 beendet. Heiko ist ausgefallen, glücklicherweise für mich, schlecht für ihn, aber so hat es dann tatsächlich für Platz 1 gereicht. Im zweiten Rennen war auch ein bisschen mit Daniel Kämmerling so ein bisschen Käbelei, das hat auch Spaß gemacht. Ja, also an sich Top-Wochenende, viel mehr als erwartet, weil, ne, wie schon mehrfach erwähnt, das erste Mal dieses Jahr bei der Königsklasse, also mehr geht nicht. Und gelbe Rakete, beide gelbe Raketen ohne Probleme, die große auch, alles gehalten, alles wunderbar. Also besser geht's eigentlich nicht. Ja? Das heißt, wir düsen jetzt heim, packen noch schnell, dann sehen wir uns wahrscheinlich in Hockenheim wieder. Hockenheim, letzte IWK-Veranstaltung, planen wir auch teilzunehmen. Und ja, genau, somit. Falls es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like, da freue ich mich. Gerne auch ein Abo, dann werdet ihr informiert, wenn es weitergeht und wenn wir wieder irgendwie in Hockenheim sind oder so, ja. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und bis bald. Ciao.